Die beiden YouTuber Aaron Troschke und Marvin Wildhage betreiben in Berlin einen Kiosk, einen ganz normalen Kiosk. Der Laden gehört wieder mir. Und vor kurzem haben sie ihre Umsätze veröffentlicht und darauf gehen wir in diesem Video einmal genauer ein. Hi, mein Name ist Melcher von der Conte Steuerberatung und ich finde das Ganze ziemlich interessant, dass sich zwei große YouTuber, die hauptberuflich Content Creator sind, plötzlich einen Kiosk mieten und einen Kiosk betreiben. Und natürlich finde ich es auch wahnsinnig spannend, dass sie gerade ihre Umsätze und Kostenstruktur veröffentlicht haben. Was erzähle ich jetzt? Wie hat denn das Ganze hier angefangen mit dem Kiosk? Wir wollen Daten, Zahlen, Fakten hören. Wie reich sind wir alle? Okay. Und da ich keinen weiteren Bezug zu Kiosks habe, habe ich mir natürlich sehr interessiert dieses Video angeschaut. Und in diesem Video möchte ich einfach mal auf bestimmte Dinge eingehen und gemeinsam können wir dann schauen, ja, wie viel Geld so ein Kiosk eigentlich abwirft. Die beiden haben den Kiosk Anfang 2021 gegründet. Das heißt, er ist jetzt knappe 2 Jahre alt. Um den Kiosk zu gründen, haben die beiden eine GmbH gegründet, also eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Um eine GmbH zu gründen, brauchst du mindestens 25.000 Euro. Also das ist das Geld, was du einmalig ganz am Anfang in die Gesellschaft einlegst. Und dann kannst du damit arbeiten. Aaron erzählt in seinem Video, dass sie insgesamt 70.000 Euro in die Gesellschaft gepackt haben. Also, wie hat's angefangen? 70.000 haben die Gründer reingesteckt, muss man eben überlegen. 25.000 GmbH Gründung. Geht man nicht ran, soll man nicht. Das ist natürlich noch besser. Dann hast du natürlich noch mehr Kapital, mit dem du arbeiten kannst. Gerade wenn du einen Kiosk betreibst, dann hast du relativ hohe Anschaffungskosten für die ganzen Waren. Das heißt, du musst ja erstmal den Kiosk ausstatten, bevor Leute kommen können, um etwas zu kaufen. Das heißt, du kannst natürlich auch jederzeit mehr Geld in deine Gesellschaft reinpacken als diese 25.000 Euro. Es gibt aber noch einen ganz spannenden Punkt, den Aaron in seinem Video erzählt. Und zwar sagt er irgendwie, dass die 25.000 Euro anschließend weg sind. Das heißt, die Gründer haben 70.000 Euro in diese Gesellschaft reingepackt und dann haben sie ja 25.000 Euro für die Gründung gebraucht. Das ist ein Mythos. Also es stimmt nicht, dass eine GmbH-Gründung 25.000 Euro kostet. Bei weitem nicht. Wie teuer das ist, hängt ein bisschen davon ab, welchen Anwalt du hast, wie viel Unterstützung du bei einem Gründungsprozess brauchst und auch wie teuer die Notarrechnung wird. Aber wenn du eine GmbH gründest, kannst du davon ausgehen, dass du Kosten hast in der Höhe von 1.000 bis 2.000 Euro. Du brauchst die 25.000 Euro, weil das ist das Mindestkapital, was du in die Gesellschaft einlegen musst. Aber in der Gesellschaft kannst du diese 25.000 Euro selbstverständlich ausgeben. Das, was Aaron da sagt, dass das irgendwie weg ist, dass das eine Ausgabe ist oder dass man anschließend da nicht mehr drankommt, das stimmt so nicht. Deswegen an dieser Stelle der wichtige Hinweis, dass eine GmbH-Gründung 25.000 Euro kostet, das ist vollkommen falsch. Du musst die reinlegen, ja, aber du kannst mit dem Geld natürlich in der Gesellschaft anschließend auch arbeiten. Dass die ganzen Angaben von Aaron auch so stimmen, kann man übrigens auch online im Internet einfach nachprüfen. Entweder auf der Webseite des Handelsregisters, die ist aber ehrlicherweise nicht so besonders schön und deswegen gehe ich auf die Seite von North Data. Da kannst du jede GmbH, die in Deutschland registriert ist, nachgucken und weißt dann, wer Geschäftsführer ist, wo der Geschäftssitz ist und so weiter. Und der Kiosk von Aaron und Marvin wird betrieben von der Gesellschaft, die heißt der Kiosk 030 GmbH. 030 ist die Vorwahl von Berlin, das heißt, es ist deren Gesellschaft, so haben die genannt, und die hat ihren Sitz in Berlin. Und hier sieht man auch, was der Gegenstand der Gesellschaft ist. Das heißt, was macht diese Gesellschaft eigentlich? Sie betreibt einen Kiosk sowie die Vermarktung von Produkten, insbesondere solche des täglichen Bedarfs, online und offline. Das heißt, hier sehen wir schon mal, es scheint kein ganz normaler Kiosk zu sein, weil es hier auch einen E-Commerce-Anteil gibt. Diesen E-Commerce-Anteil findest du halt auf der Webseite von der Kiosk. Und hier siehst du die Historie, das heißt alle wichtigen Dinge, wann der Gesellschaftsvertrag war, wer Geschäftsführer war und so weiter. Hier siehst du auch, dass der aktuelle Geschäftsführer Aaron Troschke ist. Man sieht allerdings auch, dass er erst Geschäftsführer ist seit, ja, März, April 2022. Das heißt noch gar nicht so lange. Bei der Gründung gab es einen anderen Geschäftsführer. Hier steht nämlich ein Pascal drin, der jetzt kein Geschäftsführer mehr ist. Und da hat Aaron Anfang diesen Jahres, also Anfang 2022, den Job übernommen. Was ich on top immer sehr, sehr spannend finde, ist das Netzwerk des Unternehmens. Das heißt, wer ist beteiligt, wo ist der Sitz und so weiter. Wie bettet sich die Gesellschaft mit dem Umfeld ein? Also gibt es irgendwelche Gesellschaften, mit denen nähere Beziehungen bestehen? Das kann man in dieser Übersicht immer ganz schön sehen. Und hier sehen wir die Gesellschaft, der Kiosk. Wir sehen hier Pascal, also den früheren Geschäftsführer, und Aaron Troschke, den aktuellen Geschäftsführer, und sieht hier auch die Beteiligung von Aaron. Hier gibt es zum Beispiel eine BGA Troschke UG, die die gleiche Anschrift hat wie der Kiosk. Scheint offensichtlich irgendeine Gesellschaft von Aaron zu sein. Was ich hier aber super spannend finde, ich wusste gar nicht, dass das irgendwie öffentlich ist, und zwar eine Geschäftsbeziehung zwischen Aaron und einem Ron Bilecki. Ron ist auch ein erfolgreicher YouTuber. Und heute habe ich mir so die Frage gestellt, warum kann Geld nicht einfach kommen?
Warum muss man dafür was tun? Hier sieht man aber, dass es eine Rich Ron UG gibt. Das heißt, es gibt eine Gesellschaft, die ganz offensichtlich Ron gehört, weil sie heißt Ron. Und in dieser Gesellschaft hat Aaron Prokura. Das sieht so aus, als wenn Aaron irgendwie sowas wie Manager von Ron ist. Aaron gibt in seinem Video einen super interessanten Einblick in die ganzen Gründungskosten. Ich habe ja gesagt, dass sie 70.000 Euro in die Gesellschaft gepackt haben, das heißt eine ganze Menge Geld, das aber nicht ausgereicht hat. Ja, und dann waren ganz schnell auch die 70.000 weg, die wir eingezahlt haben. Dann hat das Kioskgeld irgendwann nicht gereicht und dann habe ich mit meiner Firma, die ich habe, immer Kredite gegeben. Doch wofür haben sie dieses ganze Geld eigentlich ausgegeben? Naja, was braucht man, wenn man Kiosk eröffnen möchte? Waren. Denn im leeren Kiosk geht ja keiner einkaufen. Und was ich ziemlich krass fand, ist der Wareneinkauf für Zigaretten. Dann 20.000 Zigarettenregal. Das heißt, ein großes Zigarettenregal in so einem Kiosk hat ungefähr einen Wert von 20.000 Euro. Das hätte ich so in der Form auch nicht gedacht. Dann lasst mal mit einem anderen wirklich noch so rechnen. Hier, da waren nochmal 15. Die ganzen anderen sonstigen Wareneinkäufe lagen bei 5.000 Euro ganz am Anfang. Bei dem Wareneinkauf gibt es übrigens einen super spannenden Unterschied zwischen einer Bilanzierung und einer Einnahmenüberschussrechnung. Also zwischen den unterschiedlichen Buchhaltungsarten. Wenn du eine Einnahmenüberschussrechnung machst, dann kannst du den Wareneinkauf schon dann als Betriebsausgabe buchen, wenn du die Rechnung bezahlst. Das heißt, du bestellst irgendwas, bekommst eine Rechnung, überweist die, dann ist das schon eine Betriebsausgabe. Bei dem Kiosk handelt es sich aber um eine GmbH und diese GmbH muss bilanzieren und die darf das in diesem Zeitpunkt tatsächlich noch gar nicht als Betriebsausgabe buchen. Die bestellt zwar auch Waren, bekommt eine Rechnung, muss diese Rechnung bezahlen, darf aber die Betriebsausgabe erst buchen, wenn diese Waren verbraucht werden. Und verbraucht im Buchhaltungssinne wird sie erst, wenn sie verkauft wird. Erst dann gibt es diesen Wareneinsatz. Das heißt, bei einer GmbH oder Bilanzierung kann es durchaus dazu führen, dass du zwar Geld zahlen musst, es aber in der Buchhaltung noch nicht mal als Ausgabe buchen darfst. Das kannst du erst, wenn es dann verkauft wird. Aber es gibt auch noch weitere wichtige Gründungskosten. Und zwar haben die erstmal den Laden umgebaut und renoviert. Das ist natürlich dringend notwendig, weil man den irgendwie gebraucht übernimmt, muss man den natürlich irgendwie aufbereiten, damit er schön aussieht. Auch das hat am Anfang erstmal ordentlich Geld gekostet. Wie teuer das genau war, hat Aaron nicht erzählt. Was er aber gesagt hat, ist, wie teuer das ganze Streaming-Setup war. Weil die drehen ja Videos in dem Kiosk und streamen auch auf Twitch. Die ganze Twitch-Technik mit dieser Kamera da oben, mit die das drumherum, ich glaube wirklich auch nochmal 10, oder? Übrigens ist das Streaming-Setup und auch die Ladeneinrichtung, also die Regale, der Tresen und so weiter, ein Anlagevermögen. Das bedeutet, natürlich musst du die auch sofort bezahlen. Das heißt, wenn du jemanden beauftragst, Regale in diesen Laden reinzubauen, dann musst du diese Person natürlich bezahlen. Das heißt, die Kohle ist weg. Aber du kannst diese Kosten nicht sofort steuerlich geltend machen. Du musst sie über mehrere Jahre verteilen, also abschreiben. Und das führt leider dazu, dass du auch in diesem Fall die Kohle nicht mehr auf dem Konto hast, aber die Ausgaben noch nicht in der Buchhaltung erfassen darfst. Ein weiterer Punkt ist die Kaution. Kaution hatte ich vergessen. Du musst ja 3 Kaltmieten kaufen. Unterlegen, hatte ich nicht berechnet. Natürlich musst du, wenn du ein Ladengeschäft mietest oder aber auch ein Büro oder auch privaten Wohnraum, eine Kaution bezahlen. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, eine Kautionszahlung ist keine Betriebsausgabe, weil das Geld ist immer noch deins. Du hast zwar keinen Zugriff auf das Geld, aber es gehört rechtlich noch dir. Das heißt, wenn du deinem Vermieter 5.000 Euro überweist, ist das immer noch dein Geld. Du kannst damit nur nicht täglich arbeiten. Wenn du das nicht kannst, also wenn du da große Liquiditätsprobleme hast, dann gibt es da auch Alternativen, und zwar Mietkautionsversicherungen. Das sind quasi Versicherungen, die du abschließen kannst und die im Falle eines Mietausfalls oder eines tatsächlichen Schadens einspringen. Die bieten einem Vermieter die gleiche Sicherheit wie so eine Kaution, sind aber eine Versicherung. Dafür zahlst du dann an die Versicherung eine jährliche Gebühr von ein paar hundert Euro und das bedeutet, dass es in der Regel für deine Liquidität günstiger ist. Sowas muss natürlich immer mit dem Vermieter abgesprochen werden. In der Gründung gab es aber auch noch so die, ich würde mal sagen, normalen Gründungskosten. Sozialabgaben, Steuerberater jeden Monat, Bankkonten eröffnen, wir haben Online-Shops gebaut, Domains. Und all diese Ausgaben zusammen waren offensichtlich mehr als 70.000 Euro. Nachdem die ganze Gründung abgeschlossen war, der Laden umgebaut war und so weiter, konnte der normale Tagesbetrieb im Kiosk starten. Und natürlich macht so ein Kiosk laufenden Umsatz, so den ganz normalen Ladenumsatz. Das heißt, kommt jemand vorbei, will eine Schachtel Zigaretten haben, was zu trinken haben, Eis kaufen, was auch immer. Da macht der Kiosk einen Umsatz von im Monat zwischen 25.000 und 33.000 Euro Umsatz. Gar nicht mal so wenig. Das sind ungefähr 1.000 Euro pro Tag, was der Kiosk abwirft. Nicht dabei ist übrigens die DHL-Annahme und die Lottostation. Die Zahlen wollte Aaron uns nicht verraten. Lottozahlen sage ich nicht, DHL auch nicht, weil wir da vielleicht auf die Finger kriegen. Aber wir können davon ausgehen, dass da auch noch mal ein paar Euro mehr reinkommen. Außerdem gibt es einen Online-Shop von dem Kiosk. Also wir alle können auf die Webseite von dem Kiosk gehen und uns da Süßigkeiten und was auch immer einkaufen. Und natürlich macht dieser Online-Shop auch Umsätze. Und der schwankt ziemlich stark und zwar zwischen Top-Monat war 15, schlechtester 3.000.
Das heißt, auch da kommt nochmal Geld rein. Aber der normale Kiosk, also der Verkauf von Waren, ist nicht das Einzige, was sie haben. Die haben natürlich auch Werbepartner, weil sie produzieren Videos. Es gibt einen YouTube-Kanal, den verlinke ich euch auch gerne einmal unten in der Videobeschreibung. Sie streamen auf Twitch und so weiter. Und haben mit dieser Reichweite natürlich auch Werbekooperationen. Klassische Product Placements. Die Social-Media-Leistung, also die Werbeleistung, die wir hier monatlich kriegen, das ist etwa nochmal so viel, wie der Laden macht. Da sagt Aaron, dass das ungefähr 25.000 Euro pro Monat bringt. Das heißt, insgesamt macht die Gesellschaft einen Umsatz pro Monat von 53.000 bis 73.000 Euro. Das finde ich ziemlich beachtenswert. Wenn wir 73.000 Euro pro Monat nehmen, mal 12, ist das fast 1 Million Euro pro Jahr, was dieser Kiosk abwirft. Das hätte ich von dem Kiosk so nicht gedacht. Aaron gibt uns übrigens in dem Video auch einen tieferen Einblick, also eine genauere Aufschlüsselung über die unterschiedlichen Positionen und über die ganze Kalkulation. In der Buchhaltung muss man immer zwei unterschiedliche Kostenarten unterscheiden. Einmal die Kosten, die du brauchst, um einen bestimmten Umsatz zu machen. Das heißt, Kosten, die du direkt einem Umsatz zuordnen kannst, und einmal die Gemeinkosten, die du nicht direkt zuordnen kannst. Konkretes Beispiel: Wenn ich ein Müsli-Riegel in einem Kiosk verkaufe, dann sind meine Einkaufskosten für diesen genauen Müsli-Riegel die direkten Kosten nicht zuordnen kann. Einfach aus dem Grund, weil ohne den Einkauf kann ich es nicht verkaufen und kann auch keinen Umsatz machen. Wenn ich den Umsatz minus die Einkaufskosten nehme, dann ist das mein Rohertrag. Das heißt, das ist das, was erstmal nach den Einkaufskosten, nach den direkten Kosten übrig bleibt. Und dann habe ich noch eine Riesenposition an Gemeinkosten. Gemeinkosten sind die Kosten, die ich nicht irgendwie direkt zuordnen kann, die ich aber auch habe. Das ist die Miete, die Mitarbeiterkosten, Strom, Gas, was auch immer. Also all diese Dinge müssen ja auch getragen werden. Und die müssen getragen werden von den Roherträgen von allen einzelnen Umsätzen, die ich da habe. Und da gibt uns Aaron auch einen spannenden Einblick, wie die einzelnen Roherträge in den unterschiedlichen Tätigkeiten sind, die sie da haben. Also ich würde mal sagen, der Laden an sich machen wir mal im Monat entspannte 25, aber wenn wir davon sagen, von den 25, ja, ist wirklich so maximal ein Drittel Gewinn, weil Zigaretten verdienst du nichts, Getränke verdienst du, aber ist okay, und deswegen würde ich sagen, maximal ein Drittel. Das heißt, bei 25 ein Drittel sind etwa 7, ja. In dem reinen Ladengeschäft, da hat er gesagt, dass sie ungefähr 25.000 Euro Umsatz machen, da gibt es aber einen Wareneinsatz, also direkt zuordbare Kosten von 18.000 Euro. Das heißt, als Rohertrag bleibt in dem Ladengeschäft nur 7.000 Euro von 25.000 Euro übrig. Das heißt, da ist ein relativ hoher Wareneinsatz. Bei dem Online-Shop ist die Quote ein bisschen besser. Ist auch relativ logisch. Da muss man keine Miete bezahlen. Da hat man ein paar Domainkosten, die sind aber nicht so hoch. Beim Online-Shop, sagen wir mal, im guten Monat im Schnitt machen wir mal 8. Ist auch die Hälfte Gewinn. Da gibt es einen durchschnittlichen Umsatz von 8.000 Euro und Wareneinsatz von 4.000 Euro. Auch da bleibt ein Rohertrag von 4.000 Euro übrig. Bei Werbekooperationen ist das Ganze deutlich attraktiver, würde ich mal so sagen. Da spricht Aaron ja von einem Umsatz von 25.000 Euro im Monat und rechnet mit einem Rohertrag von 14.000 Euro. Stellt sich für mich fast die Frage, was macht er mit den 11.000 Euro pro Monat? Ich weiß nicht, ob das Videoproduktionskosten sind fürs Editing oder was auch immer, aber er spricht da zumindest von einem Rohertrag für die Werbepartnerschaften von 14.000 Euro. Das alles zusammengerechnet macht einen Rohertrag von 25.000 Euro pro Monat. Und diese 25.000 Euro, mit denen müssen dann die Gemeinkosten, also Mitarbeiter und so weiter, bezahlt werden. Auch in die Gemeinkosten, also in die allgemeinen Kosten in der Buchhaltung, gibt uns Aaron einen spannenden Einblick. Und zwar ist die erste und größte Position die Mitarbeiterposition. So, von den 25 gehen etwa wirklich so 10 Mille für Mitarbeiter raus. Erschreckenderweise erzählt Aaron auch, dass er 6 Mitarbeiter hat. Das heißt, ihr könnt euch ja mal ausrechnen, 10.000 durch 6, wie viel Gehalt ihr bei Aaron und Marvin erwarten könnt. Ist nicht so attraktiv, um es mal so zu sagen. Naja, ich gehe davon aus, dass da einige Minijobber dabei sind, von daher relativiert sich das. Bei Mitarbeitern gibt es übrigens eine Sache, die viele Leute gar nicht wissen. Und zwar gibt es ja das Bruttogehalt. Das Bruttogehalt ist das, was im Arbeitsvertrag steht. Und dann gibt es das Nettogehalt. Das ist die Kohle, die ich als Angestellte anschließend auch auf mein Konto überwiesen bekomme. Und das ist meistens weniger. Was viele Leute gar nicht wissen, man zahlt ja in der Regel nur ungefähr die Hälfte von den Sozialversicherungen. Das heißt, von den ganzen Abzügen muss der Arbeitgeber ja auch noch einen Teil zahlen. Das heißt, es gibt einen Unterschied zwischen dem Bruttogehalt in dem Vertrag und den tatsächlichen Kosten, die ein Arbeitgeber hat, wenn man Mitarbeiter beschäftigt. Das ist das sogenannte Arbeitgeberbrutto. Und das ist nochmal ungefähr 20% höher. Das heißt, wenn es insgesamt 10.000 Euro Gehaltskosten gibt, kann man davon ausgehen, dass das Bruttogehalt, was in Arbeitsverträgen steht, nur bei ungefähr 8.000 Euro liegt. Weiterer Punkt neben den Gehältern sind die ganzen allgemeinen Kosten. Miete, Strom, Internet, alles so. Dann kommt mal da irgendwie Berufsgenossenschaft, dies, das. Anwalt, Kaffeemaschine. Und das liegt bei ungefähr 5.000 Euro pro Monat. Da in diesem Zusammenhang erzählt uns Aaron eine ganz spannende Faustformel, die ich so noch nie gehört habe. Allerdings habe ich auch noch nie einen Kiosk betrieben, deswegen musste ich sie bisher auch noch nicht kennen. Und zwar sagt er: Lotto macht die Miete, DHL den Strom. Und da wir jetzt wissen, dass diese Positionen ungefähr 5.000 Euro in der Buchhaltung sind, wissen wir, dass Lotto und DHL zusammen
haben so ungefähr 5.000, wahrscheinlich ein bisschen weniger, also ungefähr 4.000 Euro im Monat Umsatz bringen werden. Außerdem gibt es noch externe Personalkosten. Das heißt nicht angestellte Mitarbeiter, sondern externe Dienstleister. Wir haben ja auch noch im Hintergrund noch so Team Hey Aaron. Ich gehe davon aus, dass so Kameraleute, Video-Editing und so weiter aus seinem Team von dem Hauptkanal ja auch natürlich einsetzt für den Kanal von dem Kiosk. Und da spricht er von monatlichen Kosten von 2.000 Euro. Das heißt, diese Kosten wird er wahrscheinlich dem Kiosk einfach in Rechnung stellen und die müssen dann monatlich auch gezahlt werden. Außerdem müssen monatlich Kreditraten bezahlt werden. Und bei dem ganzen Thema Kredit gibt es auch einen ganz häufigen Fehler, den fast jeder irgendwie in seiner Buchhaltung macht. Eine Kreditrate musst du immer aufteilen, weil eine Kreditrate besteht immer aus dem Zinsanteil und dem Tilgungsanteil. Und als Betriebsausgabe darfst du nur den Zinsanteil buchen. Die Tilgung deines Kredites, das ist keine Betriebsausgabe. Das heißt, die darf deinen Gewinn auch nicht mindern. Deswegen, das musst du unbedingt aufteilen. Aaron, falls du das nicht wusstest, sorgt dafür, dass das auch passiert. Aber ich habe gehört, ihr habt einen Steuerberater. Dann spricht Aaron auch von Steuern. Das ist so das Totschlagargument, was ich immer wieder von auch wahnsinnig vielen Content-Creatern und Influencern höre. Ich zahle ja 50% Steuern oder 30% Steuern. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, man zahlt diese 30 oder 50 oder was auch immer Prozent. Übrigens, der Kiosk zahlt 30%, weil es eine GmbH und GmbHs zahlen 15% Körperschaftssteuer und 15% Gewerbesteuer, aber auch nur auf den Gewinn. Und ehrlicherweise, so viel Gewinn bleibt da gar nicht übrig. Das heißt, so hoch wird die Steuerlast auch gar nicht sein, die der Kiosk tatsächlich tragen muss. Unterm Strich sagt Aaron, deswegen ist der Laden, bin ich auch ganz ehrlich, eine Nullnummer. Sie machen das aber, weil es Spaß macht. Finde ich jetzt aber auch nicht schade, ich habe trotzdem Spaß. Weil sie da neue Formate testen können, weil sie natürlich auch Reichweite aufbauen, die mit der Zeit wächst. Das heißt, perspektivisch können sie natürlich eventuell auch damit noch mehr Geld verdienen. Aber für sie ist das mehr so ein Gruppending, wo sie bestimmte Mitarbeiter anlernen können und so weiter. Das heißt, es ergibt durchaus Sinn, den so zu betreiben. Aber Geld unterm Strich wirft er zumindest aktuell noch nicht ab. Ich hoffe, dieses Video und die Zahlen vom Kiosk waren für dich genauso spannend wie für mich. Wenn du dazu noch Fragen hast, schreib es noch gerne einen Kommentar. Und ich würde zum Abschluss dieses Videos einfach noch einmal das Wort an Marvin übergeben. Und das Beste kommt wie immer zum Schluss, denn weder ich noch Pascal und ich glaube kein Steuerberater in diesem Land hat Bock auf richtig die Steuererklärung. Und selbst da hilft Contest, denn Contest ist die perfekte Schnittstelle zu Top-Steuerberatern, die sich darauf spezialisiert haben, für Selbstständige die Steuern zu machen. Und ganz ehrlich, bevor mir einer sagt, Influencer machen für alles Werbung, Contest, bitteschön. Seit einigen Jahren Kunden und nicht nur ich, sondern auch der liebe Aaron, der liebe Timo, der liebe Pascal. Wir alle sind bei Contest Kunden und sind seit Jahren zufrieden. Das heißt, klick doch gerne mal auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da kommst du zu Contest und kannst dir alles ganz in Ruhe anschauen. Das Banking, die Buchhaltungssoftware, den Steuerservice. Und dann kannst du, genau wie wir, selbstständig durchstarten. Das klingt so, als würde ich gerade eine WhatsApp-Gruppe aufmachen wollen, aber ist nicht so.